Unfallort hier ankamen, das ist ja nicht weit von unserem Haus entfernt, war es dann doch so, dass wir ja nun gleich mehrere Verletzte hatten, gleich insgesamt 6, und der Fahrer ja wirklich weit auf dem Bürgersteig lag und überall einfach das Blut und die ganzen Leute übereinander. Und also es war wirklich ein Bild, was wir so nicht erwartet hatten, was mich jetzt auch, obwohl ich Krankenschwester bin, wirklich geschockt hat. Und ja, man musste erstmal die Situation irgendwie überschauen. Es war leider nicht viel zu machen, weil einfach die ganzen Jugendlichen derartig eingeklemmt waren, dass wir einfach auch niemanden rausziehen konnten. So, wir haben uns dann erstmal um die beiden gekümmert, die auch noch ansprechbar waren. Ich habe bei den anderen 3 Puls gefühlt, hatte zum Anfang auch noch einen schwachen Puls eigentlich, gerade von dem Mädchen, was vorne saß, die auch noch mal kurz aufstöhnte. Also sie lebte noch, als wir kamen. Und es dauerte ja nicht lange, bis Notarzt und alles dann auch da war und dann auch für den 3 Jugendlichen den Tod feststellte. Und das war für mich persönlich auch so, ich hatte sie eben ja noch im Arm. Sie waren ja eben noch, haben eben noch was gesagt, ich hatte eben noch Puls und jetzt plötzlich, also selbst, ich habe im Krankenhaus auch schon einiges erlebt, aber das war einfach. Davon jetzt ein Foto gemacht hätten, hätte das kaum abschreckende Wirkung, weil es einfach, man bezieht es nicht auf sich als Jugendlicher. Aber wir haben jetzt davor gestanden, wir wissen, wie schlimm es ist und uns sind die Menschen weggestorben. Und dann, das würde ich so gern vermitteln, dass es wirklich einfach nur purer Leichtsinn ist und dass es nicht Not tut.